Bullseye. So, Magdeburg, erste Runde für Pokal. Da bin ich mal gespannt jetzt. Wir haben Oscar zu Stade Rennes. Ryan Kent zu Hertha. Der war mal bei Freiburg? Oha. Ich wusste nicht. Also wusste ich wirklich, Ryan Kent war mal bei Freiburg? Okay. Wild. So, wir haben neun Mitarbeiter. Let's go. Direkt Sachen abgeben. Wir haben hier keine super. Wenn wir hier wirklich gute Talente hätten, ne, würde ich mir diesmal vielleicht überlegen. Zumindest early, bis wir halt selber einen dementsprechend großen Zuwachs an Jugendspielern haben, ne? Aber bis dahin müssen wir mal gucken. Marketing und ein Ding, sie wäre noch nice, ne? Marketing Manager. Müssen wir erst erweitern. 25 Tage. Gibt es da irgendwie ein cooles? Oh yes. Patrick Ovomoyela. Let's go. Yes, der wird's. Bin mir ziemlich sicher. Ja. Das wird Patrick Ovomoyela. Safe call. Safe fucking call. Das ist schon wieder nervig, ne? Noah Wagner. Nee. Wenn sie ihn kriegen, dann sollen sie ihn kriegen. So krass ist er noch nicht. Das wird er wirklich auf Dauer, braucht man wahrscheinlich 8er, sage ich mal, plus minus. Um halt zu garantieren, dass sie auch wirklich irgendwie sinnvoll sind für die Mannschaft, sage ich mal. Der macht mal Jugendspieler weg tatsächlich. Yes. Dafür kriegt Tim Borowski noch Jugendscout. Dann soll der nämlich den nächsten Gegner beobachten. Dann war Asamoah Gyesling und Borowski als Jugendscout unterwegs. Na, Jugendspieler entdeckt. Hauptsache Subotic entdeckt den und nicht einen unserer Jugendscouts. Nee. 5er reicht mir nicht, um den zu verpflichten. Leider. Schade, gerade kümmere dich um irgendwen bei Gyesling? Was für eine Sprache soll denn der Gyesling können außer Deutsch? So, was haben wir denn für den Ziel? Nur Höhler. Möchte einen langfristigen Vertrag. Wir mindestens 3 Jahre. Gut, das ist erst 28, ne? Da können wir uns. Aber ist ja kein Stammspieler, ne? Stammspieler ist halt nicht realistisch tatsächlich. Wenn wir das machen, du kriegst als Torprämie irgendwie 10.000. Von mir ist auch Auflaufprämie 8. Von mir ist, nimm die wieder. Boah, 2,5? Schon wild, ne? Das ist schon wild. Machen wir so. Einfach nur, um das letzte fehlende Ziel da irgendwie auszuschließen. Das ist eigentlich das einzige. Marketingmanager, ja. Wer ist mein nächstes Ziel? Das ist mein nächstes Ziel. So, erstes wichtiges Pflichtspiel. DFB-Pokal. Komm mal, Leute. Lasst uns die Pflichtspielsaison gut loslegen. Bitte. Wer schießt das erste Tor für den SC Freiburg in der ersten Community-Karriere? Es ist Kevin Schade. Let's go.
2-0 oder 1-1? Luca Schule mit dem Ausgleich. Uff. Uff, das Belastung. Das ist Belastung. Come on, Leute. Come on. Yes. Griffo. Griffo mit dem 2-1. Wieder Ausgleich. Und wieder Schuler. Ich glaube, wir müssen mal kaufen, Leute. Ich glaube, wir kaufen Luca Schuler. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. Come on, Leute. Come on. Verlängerung wäre ich jetzt nicht so für, ne? Come on, Leute. Wir gehen in Verlängerung gegen Magdeburg. Komm, da geht doch noch was. Irgendwer, irgendwo, irgendwann. Irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Wir gehen jetzt Elfmeterschießen gegen Magdeburg. Erstmal die DFB-Pokal raus, ja? Da sehe ich mich. Tor für Magdeburg. Come on, Leute. Come on. Yes, Nils Petersen. Come on. Tor für Magdeburg. Barišatić. Ich habe kein gutes Gefühl, dann bin ich ehrlich. Come on. Egge Schein. Pfosten. Yes. Luca Schuler. Karma, wollte ich sagen. Und Griffo schießt komplett vorbei. Kannst du keinem erzählen, ne? Kannst du keinem erzählen. Bitroff. Come on, Ausgleich. Und jetzt Sudden Death. Jetzt ist Sudden Death. Aber Magdeburg hat den Vorteil, die können halt immer vorlegen, ne? Können jetzt immer vorlegen. Und das tun sie auch. Das müssen wir treffen. Ito. Tatsuya Ito verwandelt, ist es der Entscheidende. Nope. Lukas Höhler zieht nach. Come on. Dann verlängert er doch. Glanzparade Mark Flecken. Come on. Jetzt verwandeln und dann ist GG's. Günther vielleicht? Pfosten. Günther. Digga, kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken. Ist das bitter? Die haben zwei verschossen. Jedes Mal verpassen wir die Möglichkeit, dann das Ruder zu übernehmen. Achte Elfmeter drin für Magdeburg. Das sieht nicht gut aus. Das sieht ehrlich nicht gut aus. Come on. Come on. Jetzt war es Günther. Der Captain. Reimann, der Torwart verschießt. Du kannst es dir nicht ausdenken. Du kannst es dir nicht ausdenken. Und er hält ihn danach. Du kannst. Nee. Ich will gar nicht mehr. Komm. Verschieß einfach, ganz ehrlich. Ja, danke. Danke, Gulde. Danke. Du bist. Boah. Ja, wir konzentrieren uns auf die Liga, ne? So ein Ding ist das. Digga. Bodenlos. Wirklich bodenlos. Was ein Start. So, Ricardo Pereira zu Atletico. Nakamba zu Bayern. Was? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Jordan Ayew zu den Rangers. Weiß ich nicht, bin ich ehrlich. Keep it real. So, Laske. Ich möchte Laske nicht verkaufen. Wieso? Verstehen Sie das nicht? So, dann haben wir noch eine Woche spielfrei und dann geht's los in der Liga, ne? Dann geht's los in der Liga. Oder Augsburg 20. Ja. Literally nächste Woche. Großes Lob an Griffo. Ich sag, ich hab meine Nase jetzt um, meine Güte. Meine Güte, aber dann ist das, oh nee, das Jugendzentrum ist fertig, das Bürogebäude nicht. Aber das Jugendzentrum ist dann fertig.
Okay, dann müssen wir vielleicht nochmal warten bis Samstag. Ist der Reset, wobei ich. Wann haben wir denn die letzte Gespräche gemacht? Okay, Wagner geht, soll er machen. Höhle unterschreibt neuen Vertrag, das ist sehr, sehr nice. Günther ist mit 7 gar nicht so ein schlechter Captain, aber trotzdem einer der schlechtesten in der Bundesliga. Na gut, könnte aber auch hier oben stehen, ne? Mit 7 ist letztendlich egal. Ja, Luke, was geht? Yes, yes. 12 Tage hat es gedauert. Haben wir eine kurze Pause wir haben eine Pause gemacht. Aber ich muss sagen, ich hatte auch Bock, ne? Ich hatte auch zwischendurch Bock. Es hat schon wieder gekribbelt mitunter. Deshalb nice, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Aber umso nicer natürlich, ne? Dass wir die Möglichkeit haben. Vielleicht jetzt natürlich noch ein bisschen schwierig stand jetzt, aber auf Dauer dann euch ein bisschen einzubinden, ne? Weil Community Projekt und so. Let's go. Bin ich auch sehr hyped drauf tatsächlich. Muss ich sagen. Ist halt ein ganz anderes, weiß nicht. Ist halt einfach ein anderes Feel. Ob man jetzt halt, ja, gut, letztendlich hast du halt die Spieler, die im Spiel sind, ne? Willst die ein bisschen voranbringen und dann irgendwann bist du so an dem Punkt, wo dann die generierten Spieler kommen, wo du ein bisschen so einen Bond mit den generierten Spielern aufbaust. Aber ist dann nochmal was anderes, ob das ein random generierter Spieler ist oder ob das dann quasi ein Zuschauer ist, in Anführungszeichen, ne? Lafont geht zu Leipzig. Der geht aber auch immer von Nantes weg, ne? Ist der schon mal irgendwo bei Nantes geblieben? Der geht immer weg. Safe Call. Rani Khedira zu Wolfsburg. Ne, so viel wird es nicht sein, ne? Ja, so viel wird das nicht sein, ne. Aber wie geht's dir, Luke? Wie geht es dir? Was ist bei dir los im FM? So, machen wir das Jugendzentrum direkt nochmal? Ja, komm, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Wir wollen in der Infrastruktur ein bisschen vorankommen. Der FC Augsburg ist der erste Gegner der Bundesliga. Come on. Dann sind wir irgendwo dabei? Was sind wir, Freiburg? Eieiei. Nee. Naja, immerhin sind wir nicht die Schlechtesten. Das ist auch schon mal gut. Stecktabelle? Yes. Fünfter? Wäre ich absolut fein mit. Wobei Dortmund nicht passt, ne? Dortmund wird irgendein Spieler ausgefallen sein. Der Rest könnte hinhauen. Gladbach weiß ich nicht. Gladbach-Wolfsburg bin ich mir nicht sicher. Aber selbst dann sind wir Achter oder so. Das ist not bad. Das ist not bad. Das würde ich so in Kauf nehmen, absolut. So. Gegen Augsburg. Burg. Wichtig, Teamdynamik, ne? Die E und je. Die stimmen gerade gar nicht so gut, ne? Muss ich sagen. Aber hoffen wir mal, dass wir vielleicht eine gute Form hinkriegen, halbwegs. Und das dann ein bisschen pushen können. Wäre so die Hoffnung. You build high. Huch. Ja, wenn wir mal schön um die ganzen Spieler können wir die irgendwie die deutsche Sprache nicht beherrschen. Ne? Integration, Teamwork, Stimmung und so. Gut, mehr haben wir nicht. Und dann machen wir vielleicht hier mal ein Spiel. Oh, ja, genau. Dann gleich gegen Dortmund. Da sehe ich mich, bin ich ehrlich. Dann gleich gegen Dortmund. Da sehe ich mich absolut nicht. Bürogebäude ist in 8 Tagen fertig, also nach dem Dortmund-Spiel. Das ist schön. Dann können wir uns den Marketing-Manager noch einstellen und dann haben wir, glaube ich, einen soliden Grundstab an Mitarbeitern. Schon mal ein guter Anfang dann. Ist der gerade Moroni? Auch ein wilder Name. Oha. Okay, hier sind einige Fünfer, ne? Ganz ehrlich, wir gehen in der B schon auf 6 Sterne. So viele Fünfer, wie da jetzt schon sind, ich meine, das sind 2 Jahre oder so, bis die in der A sind, bis wir dann vielleicht irgendwann in den ersten, ne? Da macht das jetzt nichts, wenn da ein paar bessere dabei sind. Schiffner kommt raus. Der ist okay.
Gut, jetzt sind es schon nur noch 4, aber macht ja nichts, ne? Da kommen wir neu nachgerückt. So der Plan. So, erstes Ligaspiel gegen Augsburg. Höfler, maybe? Für Röhl, ansonsten? Sieht das solide aus, ne? Wir machen mal ein Safe, nicht das, was müssen, ne? Nicht, dass der FM mit dem FM-Zocker-Update irgendwie abstürzen würde, aber einfach Alibi halber mal speichern, ne? Come on. Gegen den FC Augsburg. Ist, glaube ich, ein recht ausgeglichenes Spiel grundsätzlich. Zweite Minute, dritte. Zweite. Philipp Lienhardt, unser Innenverteidiger. Nach einer Ecke schießt das erste Tor in der laufenden Saison. Dritte Minute Ausgleich. Sehr schön. Super. Das freut mich. Das freut mich. Früher Treffer in der zweiten Minute und dann kassierst direkt das Gegentor. Ja. Ich hatte kurz Hoffnung, dass das vielleicht so ein souveränes Spiel wird oder so, aber alles gut. Wollte das sowieso nicht souverän gewinnen, ne? Hatte ich sowieso keinen Bock drauf. Wäre sonst langweilig gewesen. Guck mal, Leute. Griffo, Maschine bisher, ne? Ganz ehrlich. Auch in dem Magdeburg-Spiel, glaube ich, schon super dabei gewesen. Latte Daniel Caligiuri. Okay, dann ist das andere der Caligiuri bei Freiburg, glaube ich, weil das nicht der von Augsburg ist. Und wenn der andere spielt anscheinend noch. Marco Caligiuri, glaube ich, ist der andere. Augsburg. Demirovic mit dem Doppelpack. Ja, da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Absolut. Kannst du dir nicht ausdenken? Kannst du dir nicht ausdenken? Nein. Günther. Freistoß. Ausgleich. Come on. Niederlechner. Ja. Ne? So viel dazu, ne? Haben wir gut angefangen. Erstmal 3-2 gegen Freiburg, gegen Augsburg. Aber könnte schlimmer sein, ne? Wir könnten es auch von Dortmund auf den Sack bekommen, ne? Dortmund hat gewonnen übrigens. Dortmund hat gewonnen gegen, da ist es, gegen Leverkusen. Hat aber gegen Aue im DFB-Pokal verloren. Ah, ja, ja. Doppelpack Thorgan Hazard. Aber Griffo trotzdem in der Mannschaft der Woche. Obwohl er sich verletzt hat, 8 Tage. Fällt gegen Dortmund aus. Boah. Das ist ein taffer Start. Suchet geht zu Real Madrid. Sessegnon zu Leicester. The Rune zu Tottenham. Tottenham kauft ganz schön ein. Skiri zu Bayern. Was kauft denn Bayern da zusammen? Hä? Digga, was ist da los? Alex Vidal zu Leeds. Cedric zu den Wolverhampton Wanderers. Jetzt wird langsam interessant auf dem Transfermarkt, ne? Und jetzt einige interessante Transfers tatsächlich dabei. Boah. Aber Dortmund hat jetzt einen Zehner, ne? Das ist halt das Bittere, ne? Ah, Leute. Einfach mal Dortmund jetzt surprise-mäßig aus dem hier vernichten. Euroleague-Gruppenphase. Wir sind los auf 2. Rom, Belgrad, Bodo Glimt. Das ist absolut machbar, ne? Rom. Ah, wer beim Hashtag United-Projekt dabei war, ne? AS Rom ist auch so ein Ding für sich. Ansonsten die anderen beiden absolut machbar. Jetzt hier aktuell Rom, glaube ich, noch ein taffer Gegner. So, Ita arbeitet an seiner Schwäche. Sehr schön. Muskelfertung. Griff ist in 2 Tagen wieder fit. Das ist nice. Spielt die Jugend schon? Ist doch erst August. Die fangen doch später an normalerweise, oder? Ich meine, also, ne? Ich möchte mich nicht beschweren. Ich finde es ja gut, wenn wir da neue Jugendspieler nachbekommen. Wir haben zwar sehr viele Fünfer, aber gefühlt keine Sechser hier, ne? Weimann kommt weg. Wir haben einen Sechser, glaube ich, oder? Täuscht das. Ne, vielleicht auch 2 oder so. 2. Literally 2. Okay. Oruk Garcia. Nico Pedersen. Nicht ganz Nils.
So, sind wir hier schon auf 6 Sterne hoch, ne? So gar nicht so bad ist. Wir haben schon wieder neue. Das ist ein 7er sogar jetzt bei. Ne, den 7er hatten wir schon, oder? Ich glaube, einen 7er hatten wir doch. Schon gar nicht mehr. Ne, da sind jetzt aber zwei. Das heißt, das neue Bitroff war der andere. Felix Fuchs ist zwar Kritiker, aber ne, es ist okay. Bitroff hatten wir schon. Der neue 7er. Medienscheu, aber extrovertiert. Auch ein bisschen weird, aber gut. Aber gut. Michael Martina. Mhm. Okay. Lass das einfach mal aus dem Raum stehen. Nee, Sir. Nee. Lass das einfach so im Raum stehen. Ah, Glückwunsch zu deinem ersten Mal in der Liga. Let's go. Sehr schön. Uiuiui. Ja, wir können allen eine Pause am besten. Am besten sage ich das allen. Ich könnte literally jedem eine Pause geben. Ja, ist glaube ich auch sinnvoll, wenn ich das tue. Weil gegen Dortmund am besten treten wir sowieso nicht an, ne? Ich glaube, das ist eine gute Einstellung für das Spiel gegen Dortmund. Einfach sagen, ah, weißt du was, komm. Scheiß drauf, Digga, lass stecken. Wir versuchen es gar nicht erst. Nee, aber das Gute ist, morgen ist das, ist der, der Bürogebäude fertig. Ne? Guck mal, zu Hause, Leute. Zu Hause. Heimvorteil oder so. Glanzparade. Glanzparade. Flecken, du alte Maschine. Come on. Wo ist Griffo? Griffo ist verletzt. Doofe Frage. Nils Petersen. Wo ist Nils Petersen, wenn man ihn braucht? Forsten Günther. Wieder ein Freistoß wahrscheinlich. Nee. Links im 16er irgendwas. Also aus dem Spiel heraus sogar. Come on. Können wir die Null halten zumindest? Come on, Leute. Come on, das sind quasi 3 Punkte. 0-0 gegen Dortmund. Let's go. Nehmen wir so mit. Das nehmen wir mit, absolut. Hoffmann mit einem 6-1. Niederlechner hat 4 Punkte gemacht. Wir hatten jetzt Augsburg abgeschossen. Leverkusen 4-0. Literally. Also Niederlechner hat gerade Leverkusen abgeschossen, quasi. Ach du Kacke. Da bin ich froh, dass er gegen mich von der Bank kam, wa? Alario mit 3, Duxch mit 3, Bebo mit 2. Wir haben hier Günther und Lienhardt mit jeweils einem und Griffo mit 0. Es haben in 2 Spieltagen nur 31 Spieler in der Bundesliga getroffen. Ist das wenig? Kommt mir das nur wenig vor? Es sind 9 Spiele. Na gut, es sind 18 Spiele, ne? Das sind fast 2 Torschützen pro Spiel. Klingt jetzt nicht so wenig. Ich weiß nicht, ob das wenig ist. Ich habe noch nie drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. So, können wir nochmal? Sollten wir nochmal? Ja, komm, einmal machen wir noch, dann haben wir 2 mehr dabei, dann können wir Scout und Fernbeauftragung oder so machen. Und dann, glaube ich, lassen wir es erstmal so gut sein. Aber als allererstes stellen wir unseren neuen Marketingmanager ein. Patrick Ovomoyela. Let's go. Ich möchte gar nicht gucken, was wir auf den anderen Positionen holen können, weil ich Angst habe, dass den dann jemand verpflichtet und bin nicht traurig. Berge zu Everton. Stanisic zu Hoffenheim. Der hat die doch ganz gut eingeschlagen. Nee, wo war der? Ist der doch, der ist bei Bayern noch, ne? Spielt er gar nicht so schlecht jetzt aktuell, oder? Kann das sein? Ich meine, da was gehört haben die letzten Tage. Dass der sich tatsächlich bei Bayern eigentlich ganz gut eingespielt hat. Gut, da wird sich sowieso nichts tun, ne? Wir haben nichts mehr auf der Liste oder so. Wir werden nichts mehr verkaufen. Mit Richie. Außer vielleicht, da schaue ich jetzt ein Bappe auf, dann überlege ich es mir vielleicht. Ceballos zu den Wanderers. Bellingham wertvollster Spieler in der Bundesliga, gefolgt von Musiala und Kimmich. Weltweit ist es, naja, Haaland. Ne? Ganz ehrlich, als Zehner wird das halt auch Haaland bleiben. War es ja, glaube ich, auch durchgehend. Ich glaube, Haaland wurde nicht überholt, bis er halt aufgehört hatte in der anderen Karriere. Pedri ist auf 9. Jude Bellingham auf 9.
Ich bin mal auf Mokoko gespannt. Ne? Wo ist der in Deutschland? Auf der. Wobei denn hier nicht immer der dritten sein wird, ne? Oder? Aller ist in der. Oh. Uff. Uff. Aber wenn er hier nicht ist, Moukoko, dann ist er in der ersten, ne? Dann ist er in der Bundesliga dabei. Wo ist er denn? Süle? Schlotterbeck? Malcolm? Guerrero? Wo ist er denn? So wenig kann er doch gar nicht wert sein. Chan? Da. 3 Mio nur? Können wir leisten, ne? Sag ich, wie es ist. Na gut, na gut. Nils Lechner, ja gut, dass der Spieler des Monats ist, wundert mich jetzt nicht mit 5 Buden in 2 Spielen, ne? Sané, De Ligt und Süle. Schlotterbeck. Schlotterbeck ist Schlotterbeck. Haha. Barca. Wie sieht das Barca-Wappen weird aus in einem kleinen. In klein hier. Neuer Mitarbeiter ist sehr schön. danke, nein. Warte, das kann man doch auch ausstellen. Warte, 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 warte. Wo war das? Das. Das wollen wir noch ausschalten. So, Aufgaben übertragen. Ovomoyela, Abfahrt. Oh, Spielgespräch wollte ich machen, weil Samstag. Machen wir die halt am Sonntag. Auch nicht so wild. Wir haben zwar nicht so viel, dass wir mit denen reden können, um ehrlich zu sein, weil die Form jetzt nicht so überragend ist. Aber. Sollten ja trotzdem zumindest das bisschen mitnehmen, was quasi, was sinnvoll ist und was gut ist. Ein paar sind ja normalerweise trotzdem immer dabei. So eine Handvoll. Naja, da haben wir du bis auf allen eine alle durchbekommen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ceballos im Wolverhampton für 8 Mio ist aber ein guter Preis. Und Vallejo zu Espanyol für 5. Real Madrid hat die Kassier ein bisschen aussortiert. Ich meine, why not ein bisschen Geld draus machen? Vielleicht gar nicht so eine doofe Idee, ne? Vielleicht gar nicht so doof. Oh, ich hätte auch in der zweiten Mal noch Spielgespräch, ne? Das, was ich immer vergesse, wenn ich. In der ersten kann ich mir finde, bei dem Spielgespräch, man kann einfach mal in der zweiten zu so gucken. Weil es ja auch da logischerweise Leute gibt, die Wert auf Gespräche legen oder so, bei dem es dementsprechend sinnvoll ist oder hilfreich vielleicht, auch mit denen zu reden, ne? Halt sowas, das habe ich irgendwie nie auf dem Schirm tatsächlich. Muss ich zugeben. Den können wir halten. Den auch. For now zumindest. Jürgen Fuß. Okay. Der passt zu Aaron Hunt. Sorry. Nee, nee. François Gönnen. Der Name ist zwar schön, aber der ist schwierig. Uiuiui, und Weisenborn. Eieiei. Gönnen und Weisenborn. Aber Weisenborn auch noch Verletzungsanfällig dabei. Eieiei, der hat ja die volle Breitseite erwischt. Holy shit. Der hat ja alles mitgenommen, was schlecht ist. So finden wir jetzt hier. Hier ist natürlich jetzt das Problem, in Anführungszeichen, dass wir die ganzen Leute nicht mehr, weil wir am Sonntag Spielgespräche gemacht haben. Vielleicht gehen wir einfach mal durch die zweite. Sagen hier überall, Digga, gib im Training alles. Falls irgendwie gut trainiert hat, können wir das denen auch sagen, aber irgendwie sieht es nicht so aus, als hätte da irgendwie gut trainiert. Müsst die dritte Liga nicht schon spielen? Spielt schon in der dritten, oder?
Ja. Wir sind auch schon auf dem Abstiegsplatz. 8 Spiele schon, 5 verloren, das ist super. Wäre natürlich schön, wenn wir nicht absteigen. Ist natürlich auch gut für Jugendspieler, wenn wir in der dritten Liga uns ein bisschen halten können. Ist dann ein gutes Pflaster, um die Jugendspieler ein bisschen heranzubringen. So, jetzt Stuttgart ist aber Must-Win, ne? Jetzt haben wir Niederlage, unentschieden, dann müssen wir jetzt gewinnen. Müssen wir so oder so gegen Stuttgart, auch wenn wir jetzt 2 Spiele verloren hätten, bin ich ehrlich, ne? Aber, come on, Leute. Nils Petersen muss noch sein erstes Saisontor schießen. Und am besten sein zweites und drittes gleich hinterher. 1-0. Da ist er doch, Nils freaking Petersen. Yes. Sehr, sehr nice. Come on. Same old story. Können wir ein zweites hinterherlegen, um das Ding über den Jordan zu bringen? Nee, können wir nicht. Ist das bitter? Ist das bitter? I guess wir haben einen zweiten Punkt geholt, ne? Stuttgart holt den ersten, Bochum immer noch ohne Punkte. Spielen wir vielleicht das nächste gegen Bochum? Danke. Danke dafür. Wirklich danke dafür. Partizan Belgrad und Bochum. Das ist doch jetzt ein Back-to-Back-Setup, bei dem wir vielleicht mal ein bisschen die Moral pushen könnten, oder? Ich glaube nämlich schon. Die Stimmung ist tatsächlich besser geworden. Die ist auf 12 hoch. Die Stimmung sieht gar nicht so schlecht aus. Die Stimmung ist not so bad. Partizan, boah, aber Donnerstag, Samstag ist ja wieder bitter, ne, für die Euroleague. Das ist halt sehr, sehr bitter. Fitness sieht aber sehr, sehr gut aus. Ich würde jetzt wirklich so spielen, wir stimmen mit Schade anstatt Höhler. Und dann können wir eventuell mit Höhler und Grigorisch oder so in die Bundesliga gehen. Gucken wir da mal. Stanley lose. Okay. So, wir haben zwar viele Spiele, ne, aber kaum... Sechser. Ne, wir gehen auf Sechser, komm, scheiß drauf. Wir gehen auf Minimum 6. Wir wollen gute Jugendspieler, wir brauchen gute Jugendspieler, ne? Natürlich könnt ihr sagen, hey, wir haben einige Jugendspieler hier, sucht hier einen Sechser raus, aber ganz ehrlich, wie hoch ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sechser auch in 4 Jahren es dann in die erste Mannschaft schafft? Hält sich in Grenzen. Dementsprechend wäre es natürlich schon sinnvoll, wenn wir, einen gewissen Influx an 8 Sterne Spielern haben. So. 8 plus, natürlich. Ach du Scheiße. Julian Lubongo Mbongo. Das wild. Julian Lubongo Mbongo. Lubongo Mbongo. Nee, weiß ich nicht. John Max. John Max ist auch ein schöner Vorname. Muzaffa Changra. Sag mal, was ist denn hier los? Und schon bin ich glücklich, dass wir Jugendspieler quasi benennen werden und dann sowas verhindern. Melan und Öztürk kommen beide weg. So, Partizan Belgrad. Komm mal, dreimal Frustration, wird Stammspieler sein. Peter, das wird nichts, ne? Ganz ehrlich, Stammspieler wird nichts. Safe nicht. Lass mal Sikhe spielen hier in der Euroleague. Come on. Up the tags. Nee, Freiburg, let's go. Höfler. 9 Minuten. 11er für uns. Nils Petersen. Yes. 1-0. Come on. Guter Start. Guter Start in der Euroleague. Also von der Verletzung abgesehen, ne? Von der Verletzung natürlich abgesehen. Hinter und drüben mit dem gelben Garten, Nils Petersen mit dem... Nee, nicht so früh, oder? Kann nicht sein. Nee, kann auch nicht sein. Günther... Oh. Hätten wir jetzt Itter dabei, wa? Hätten wir jetzt Itter dabei. Wer ist der beste Ginter? Naja, gut, ist vielleicht... Nee, was heißt... Ich dachte, dann wechseln wir ihn aus, aber tun wir ja gar nicht.
Nils Petersen mit dem dritten. Aber kein Lupenreiner. Kein Lupenreiner. Terzic mit dem Anschlusstreffer für Partizan Belgrad. Petersen mit dem vierten. ...4-1 gegen Partizan Belgrad. Let's go. Schöner Start. Rom gewinnt 2-1 gegen Bodo. Aber wir sind für jetzt, also ne, für einen kurzen Moment auf der 1 in der Euroleague. Für einen kurzen Moment. Und jetzt nehmen wir das Momentum und überrollen Bochum einfach genauso. Mal abgesehen davon, dass 3 Spieler verletzt sind. Also ignorieren wir einfach. 2 Wochen, 4 Tage, 5 Tage. Die anderen beiden sind wieder fit bis zum nächsten Spiel. Gegen Leverkusen. Schade, wird ein bisschen länger ausfallen. Das ist... Schade. Ja. Aber macht ja auch nichts. Nils Petersen hat eine Form von 15. Let's go. Let's go, Nils Petersen. So, vielleicht haben wir jetzt ein paar positive Dinge zu sagen. Die Stimmung der Mannschaft geht auch ein bisschen nach oben. Das ist super. Das gefällt mir. Auch wenn es natürlich sehr, sehr früh ist quasi. Oder ja. Ich meine, wir haben jetzt ein Spiel gut gewonnen. Da jetzt irgendwie einen Trend festzulegen, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber mit Bochum als nächsten Gegner ist das möglich, wobei halt der Gegner, die Gegner danach Leverkusen, Roma und Gladbach sind. Ob das dann sehr wahrscheinlich macht, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Come on. VfL Bochum. Komm, Nils Petersen, du hast gerade 4 Buden gemacht gegen Partizan Belgrad. Schaffen wir das doch heute nochmal, oder? 1-0. Lukas Höhler, auch okay. Jong mit der Vorlage. Gelb für Jonathan Schmid. 2-0 vor der Halbzeit. Yes! Vincenzo Grifo, Jong mit der zweiten Vorlage. Lupen deine Vorlage, Hendrik? Nee. Halbzeit ist es. Halbzeit. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr schön. Komm mal, Leute. Schaffen wir ein drittes? Schön, dass Nils Petersen in der Euroleague 4 Buden macht, aber in der Bundesliga kriegt er das nicht auf die Kette. Finde ich super. Ne. Aber 2-0 gegen Bochum. Let's go. 3 Punkte. Wichtig. Ganz wichtig. Wir gehen auf die 11 hoch. Sehr, sehr schön. Hoffenheim gewinnt 6-0. 4-4 Mainz Leverkusen. Was ist denn da los? 3 Tore Bebu. 4 Buden Ingwarzen. Hat alle 4 gemacht gegen Leverkusen. Ist das bescheuert? Ist das bescheuert? Leverkusen auf der 13. Die stehen ja noch schlechter da als wir. Was ist denn da los? Ne, wir sind auf der 13. Leverkusen auf der... Doch. Dauerkarten sind wir nur auf der 13. Leverkusen auf der 10. Leverkusen ist hinter uns. Die spielen dann noch schlechter als wir. Ganz ehrlich. Das ist ja wild. Jugendspiel entdeckt. Wieder Subotic. Ne, tut mir leid. Tut mir leid. Lien hat Leistenriss. 6 Wochen. Ui, zum Glück ist das der aus der 2. Also, ne? Ja. Ist fein so, ne? Jugendmannschaft. Müssen wir natürlich jetzt immer ein bisschen Auge drauf werfen. Ist nicht unwichtig. Da ist ein Achter. Da ist ein Achter. Da bin ich mal gespannt. Ob der schwierig, verletzungsanfällig und trainiert ungern hat. Einzelspieler. Boah. Will ich den? Weiß ich nicht. Nee, ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich glaube, Kork macht's kommt weg. Der ist gut. Ja, den nehmen wir. Den nehmen wir. Nee, komm.
Auch Sachen, die da hier komplett an der Einstellung und so, müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Nicht, wenn es denn nicht sein muss. Dedicated to what they do and give 100%. Nobody really knows how why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note, he writes every line. It's like a design. So, Spiel gespielt, wir haben drei Frustrationen immer noch. Mal gucken, was das ist, ob das die gleichen sind, ob sie das mal geändert hat. Dann gehen wir rein gegen Leverkusen. In der Hoffnung. Mal gleich was zu reißen. Oh, Minor. So, Verbündete. Jetzt Dosan. Ja, das sind alles machbar. Gregorisch Freistoß vielleicht nicht unbedingt, ne? Aber Schlotterbeck, dass der mal spielt und so, alles fein. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, denke ich. Hoffe ich. Gut, dann machen wir hier mal und da mal, ne? Und dann geht's rein gegen Leverkusen. Platz 11 gegen Platz 13. Come on. Gelb für Leverkusen. Come on, Petersen. Können wir den Knoten brechen? Den Knoten zum Platzen bringen, den Damm brechen, die Floodgates openen. We pay the right price here even and will be nice. Come on. Ich meine, kein Gegentor ist schon mal ein guter Anfang bisher, ne? Das ist schon mal gut. Wenn wir es noch schaffen würden, ein bisschen mehr Tore zu schießen. Schick. Schick. Mit dem 1-0 für Leverkusen. Demir Bey. Mit der Vorlage. Come on. Glanzparer Flecken. Yes. Können wir ein Tor schießen? Dritte Gelbe für Leverkusen. Ne, ne, ne. Wir kriegen das mit dem Tor nicht ganz so auf die Reihe. Wir gehen auf die 13. Da, wo Leverkusen gerade herkommt. Und stehen jetzt vorm Spiel gegen AS Rom. Und danach Gladbach, ne? Das wird jetzt heftig. Bin ich tatsächlich am Überlegen, gegen AS Rom die zweite Garde reinzuschicken. Zum einen, dass sie mal ein Spiel gemacht haben. Und zum anderen, weil ich glaube, wir die Punkte sowieso in den anderen beiden Spielen der Euroleague holen müssen. Und wir dann gegen Gladbach, für Gladbach schonen. Muskelfaser des Eggestein auch nicht so geil. Nicht so geil. Weiß ich nicht, bin ich ehrlich. Eggestein fällt noch 7 Tage aus, okay. Ja, komm. Gut, schade, können wir nicht spielen. Spielen wir mit Petersen oder mit Höhler? Wir spielen mit Hö Petersen. Salai, Doan, Keitel und Röhl, weil der Eggestein sowieso ausfällt. Itter, Sique, Schlotterbeck, Gulde und Opoff. So. Komplette zweite Garde. Fabian Fink. Ain't no rest for the wicked. Aber es ist schon mal schön, dass wir schon mal einen Achter jetzt haben. Das ist ja schon mal ein guter Anfang, glaube ich. Dann können wir in. Oh, warte, Büro über das Fertig. Wir können einen Scout einstellen, ne? Ich glaube, Fernwehrauftrag und Scout wollen wir jetzt noch machen. Dann haben wir eventuell noch einen, haben wir noch einen Jugendscout, ne? Dann stehen wir da, glaube ich, sehr, sehr gut da tatsächlich. Der Ass-Man. Let's go. Ryan Don Mac, jawohl, sehr geil. Sehr, sehr nice. So, was haben wir jetzt noch offen? Bauleute brauchen wir nicht. Fanbeauftragte, ja. Und ein Scout. Ich glaube, das sind wirklich die zwei, die wir es machen werden. Das heißt, ein Fanbeauftragter. Auch hier wieder die Frage: Haben wir irgendwie einen Cools?
Lasse Fische Riepe. Ah, ja. Ist das ein chaotischer Name? Dann machen wir so vielleicht. No self-esteem, oh yeah. Nee. Okay, dann nehmen wir einfach einen guten. Dann nehmen wir einfach einen guten. Daniel Höhn, it is. Und dann lieber noch einen coolen Scout. Dann lieber noch einen coolen Scout. Ist die Frage, wie wir dabei haben. Ich glaube, da sind ein paar andere dabei als letztes Mal schon. Ne? Ich weiß nicht, ob das, also an was genau das liegt, aber ich glaube, da sind schon ein paar neue dabei. Oder vielleicht auch noch ein paar andere weg. Weiß ich nicht. Wird natürlich immer noch die Möglichkeit JJ Okocha wahrscheinlich, ne? JJ Okocha wäre noch eine Möglichkeit, vermute ich. Ja, das Bild. Nee. Nee. Das müsste gleich kommen. Okocha ist ein 76er, glaube ich. Ja, da. JJ Okocha. Aber ist jetzt nicht so top of the list. Ludwig Schneider, nee, was war da noch? Da war doch noch Bernd Schneider, ne? Ist der Bernd Schneider? Ich glaube. Maximilian Hahn. Theoretisch könnte man natürlich auch Caligiuri nehmen, ne? Der war auch noch bei. Hier Marco Caligiuri. Schmelzer wäre eine Möglichkeit, tatsächlich als Achter. Hanno Balic. Puh. Nee, aber dann eher Schmelzer, ne? Okay, aktuell Schmelzer, der hat wie viel? 71? 71. Aber nur damit wir wissen, welche Region wir suchen müssen. Aktuell nehmen wir Schmelzer. Robert Huth. Uiuiui. Jan Kirchhoff. Jan Kirchhoff ist ein guter Schaut. Halt als Neuner, ne? Christian Panda. Karim Hagi, der Eigentor-King einfach. Lakic wäre auch cool. Srdjan Lakic. Ich glaube, wir nehmen Schmelzer. Auch wenn Kirchhoff einen neuen Stern hat, ne? Was nehmen wir Kirchhoff? Okay, wir sind durch. Wir nehmen Kirchhoff. Komm, scheiß drauf. Wenn ich ihn finde. Und wo ist er denn? Da ist er. Jan Kirchhoff wird unser fünfter Jugendscout. Let's go. So, gegen die Roma haben wir jetzt die komplette zweite Garde aufgestellt. Also, mal Petersen ausgeklammert. Dementsprechend holen wir uns mal die Klatsche vom AS Rom ab. In Rom vor allem, ne? In Rom. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Nils Petersen. Der Euroleague King, oder was? Nils Euroleague Petersen. Ja, das schon eher. Ausgleich. Also wenn jetzt Nils Petersen in dem Spiel nochmal drei Tore macht, dann wird er direkt umbenannt, ne? In Nils Euroleague Petersen. Sag ich euch, wie es ist. Aber gut, das sieht jetzt nicht so aus. Irgendwie sieht das gerade erst... Arte Dübel. Ist der wirklich zu Rom? Ja, super. Rot für Itter. Scheiß drauf, Digga. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Der Dübel. Kannst du nicht aussehen. To live another day. Glanzparade Rui Patricio. I'm not superhuman. Tor. Gregoritsch.
Naja, für eine zweite Garde hätte das deutlich schlimmer laufen können als ein 4-2. Hätte auch deutlich schlimmer laufen können. Verletzungsanfällig, das ist bitter. Das ist bitter. Pedersen und Gregoric einfach. Und Pedersen wird Fußballer des Monats und das nur, weil er in der Euroleague abgegangen ist. Literally, der hat in der Liga nichts gemacht. Aber eigentlich dürfte er doch gar nicht, weiß ich nicht, soll, nee, eigentlich darf er doch gar nicht mit reinzählen in die Euroleague, oder? Soll doch eigentlich Bundesliga-only sein. Peter wird verurteilt. Ist mir eigentlich egal, ganz ehrlich. Der ist eigentlich sowieso auf der Bank tendenziell. Ja, für drei Spieler ist okay. Neuer Jugendspieler. Wieder Subotic. Wieder Subotic. Nee. Nee, nee, nee. I'm sorry, Subotic. Da muss mal mehr kommen, ne? Die sind wir nicht gut genug. Was du da anbringst bisher. Tut mir echt leid. So, dafür können wir halt jetzt gegen Gladbach voll reingehen. Das war der Hauptgrund, warum wir gegen den AS Rom geschont haben. It's gonna make us believe. I need a hero. A hero's gonna save me just in time. So, ja gut, die Jugendmannschaft können wir nichts machen, ne? Aber wir können natürlich hier das ist die erste Garde wieder aufstellen. Let's go. Höfler hat keine gute Form tatsächlich, aber die, gut, die Alternative ist Keitel. Weiß ich nicht, ob das so viel besser ist, ne? Weiß ich nicht. Pedersen hat eine gute Form. Der Fitness sieht auch sehr, sehr gut aus. Pedersen ist der Einzige, der spielen muss, in Anführungszeichen. Come on. Sind auch nicht viel schlechter als Gladbach, ne? Tatsächlich. Und Gladbach hinter uns. Was ist denn in der Bundesliga los? Geht doch schon weird los, Alter. Nils Pedersen, zweites Tor. Ich glaube, beides waren Elfmeter für ihn. Ich glaube, beides waren Elfmeter bisher. Kramer verletzt. Bitter für Gladbach. Sehr, sehr bitter für Gladbach, glaube ich. Come on. 1-0 zur Halbzeit. Das ist okay. Das nehmen wir so mit. Come on. Ein zweites wäre aber langsam ganz schön. Ne? Ein 1-0 ab der 10 Minute über die Zeit retten zu wollen, ist vielleicht ein bisschen optimistisch. 2-0. Lukas Höhler. Let's go. So muss das. Yes, das war's. Sack ist zu. Wir haben gegen Gladbach einen Sieg geholt. Gregoric. Sehr, sehr nice. Yes. Come on. 10. Platz. Wir arbeiten uns langsam hoch. Hat wieder irgendwie 7 Tore gemacht? Nee. Dux hat 2. Kingsley Coman hat 2 gemacht. Niederlechner ist auf 7. Dux auf 6. Das ist eine gute Statistik bisher. Unser Bester ist Pedersen und Höhler jeweils mit 2. Oder unsere Besten. Viel mehr Tore haben wir auch nicht gemacht, gefühlt. Viel mehr Tore haben wir gefühlt nicht geschossen. Next up ist Hoffenheim. Aber erstmal Länderspielpause. Ich glaube, die nehmen wir auch so mit. Und schonen mal ein bisschen. Hoffenheim, direkter Konkurrent. Sind 9. Wir sind 10. Sehr, sehr wichtiges Spiel, wenn wir uns da langsam hocharbeiten wollen. Ne? 9 Mitarbeiter, sehr nice. Jugendzentrum ist ausgebaut. Wollen wir nochmal? Trainingsplatz müssen wir, sehr gut. Für 400k, das können wir machen. Das können wir machen, auf jeden Fall. Denn, dann können wir hier nochmal Aufgaben übertragen und auch hier dann noch Daniel Höhn und als 5. Jugendscout Jan Kirchhoff ins Rennen schicken. Let's go. Dann haben wir nämlich unseren Scouting-Stab schon mal komplett und das ist super. Das ist sehr, sehr super. Denn, wie gesagt, wir wollen ja, ne, Hauptaugenmerk ist definitiv die Jugend und dementsprechend wollen wir da auch möglichst früh, möglichst gute Grundlagen legen. For I have determined that this is mine. Das ist ein neuer 7er, das ist okay. Vielleicht eine wilde Frisur mit 17, aber gut. I don't judge.
Isa Limbert. Palim, palim. Also wenn das so weitergeht, müssen wir hier in der B bald auf 6, auf 7 Sterne gehen, ne? Ganz ehrlich. Wie ist das selbst mit 6 Sternen schon fast voll? Moment, wieso ist denn Ginter 5 Spiele gesperrt? Was denn da passiert? Hä? Digga, was ist denn da los? Was ist denn bodenlos? Ich meine, gut für Schlotterbeck und Gulde, I guess. Dann können die ein bisschen spielen. Aber was? Wieso? Warum? Was? Weshalb? Hä? Nicht cool. Gar nicht cool. Salle mit 2 Buden. Nice. Es war U21, U20 oder so, aber immerhin. Immerhin. 28 Tage bis... Moment, was? Stand da gerade 78 Tage, bis irgendwas fertig ist? Nee, oder? Ich hab mich doch verlesen, oder? Trainingsplätze 77 Tage? Was? Müssen wir vielleicht mal das Ding hier ausbauen? Alter, was machen die denn? Schü. Ich glaube, die bauen ein neues Stadion oder so. Keine Ahnung. Alter, das ist ja wild. Neue Jugendspieler. Oha, Kiesling, pass auf. Das ist besser, Kiesling. Das ist besser, ja. Nehmen wir mit. Ist ein Kritiker, aber das ist besser. Stefan fucking Kiesling. Come on. So, mal gucken, ob der Stürmer war oder nicht. Können wir gleich gucken. Sind wir schon einen Tag vor? Weiß ich nicht mehr. Haben wir schon einen Tag simuliert seitdem? Nee, ich glaube nicht. Der müsste in der B sein, glaube ich, ne? Ich glaube, der müsste in der B sein. Ich glaube, es war 16. Da ist er. Ist ein Stürmer, natürlich ist es ein Stürmer. Der wurde von Kiesling entdeckt. Was soll die dumme Frage? Natürlich ist der Stürmer. Natürlich ist der Stürmer. Hand in hand. Bitte Stürmer, danke. Vielleicht auch die 7er aktuell mal aufgestellt werden müssen lassen. Und der ist auch 7er, der wird ZM. Der ist auch 7er, der wird LM, das ist fein. So, der nicht, okay. Und immer wie erste Mannschaft. Let's go. Das sind wir da 8, 7 und die beiden anderen 7er. Sehr, sehr schön. Natürlich auch hier, ne? Immer wie erste Mannschaft. Zack. Und dann auch hier muss aufgestellt werden, der logischerweise IV. Der 7er hier wird RV. Sehr schön. Und der ist schnell zufrieden. Niehoff, der kann direkt wieder raus. Hat auch eine rote Karte. Super. Super Anfang bei ihr. Echt ein super Anfang in unserer Jugendabteilung. Direkt mal eine rote Karte kassieren. Und dann auch noch schnell zufrieden sein. Eieiei. Eggestein nochmal verletzt. Das ist auch bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Ginter fällt jetzt 5 Spiele aus. Naja. It is what it is, ne? Ich lasse tatsächlich erstmal Schlotterbeck spielen, weil er spielen wollte, dann soll er sich beweisen, ne? Dann soll er sich auch beweisen.